لا يزال الخير حيا لا يزال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Also diese Spiele eigentlich haben die nicht mit Islam zu tun. لأن gibt es mehrere Hadithen, wie ein Hadith in Muslim قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من لعب النردشير. النردشير damit gemeint diese Würfe. Würfel heißt das, ja? Diese Würfel. من لعب النردشير فكأنما صبغ يديه في لحم الخنزير ودمه. Das ist genau wie du Schweinfleisch hast und sein Blut und so machst du. Wie kann man das sagen? Mischst du deine Hand mit diesem Schweinfleisch und Blut. Genauso. Al-Hitra'u Muslim. Ja? Und auch Qala Rasulullah auch in einem Hadith fi Sahihi Abi Dawud Man la'iba al-Narda faqad asa Allah wa Rasulahu. Einer, der diese Würfel spielt, er gehört nicht Allah Azza wa Jal und nicht sein Gesandter. Das heißt, wenn wir solche Hadithen hören, brauche ich nicht sowas zu spielen. Besonders wenn man also in einer Zeit, wo wir zum Beispiel beten müssen und jeder weiß, dass viele Muslime, die lassen, also dass die nach Wissen streben und die spielen solche Sachen, Karte und so weiter und so fort. Das heißt, sowas dürfen wir nicht spielen, weil wir andere Sachen lernen müssen und besser als sowas. Allahu a'lam.